heftige Bosse, Missions-Countdowns, Griefer, Spawnkiller und Bunnyhopper auf Multiplayer-Maps. Was soll der ganze Stress mit First Try und Last Stand? Manchmal wollen wir einfach nur abschalten und genießen, statt zu grinden und zu platinieren. Hier sind die perfekten Games, um nach einem langen Tag rasieren und dominieren mal so richtig schön runterzukommen. Dass uns Rage Quits besser machen, ist zwar ein offenes Geheimnis, aber manchmal braucht es auch ein echtes Gegenmittel. Games, bei denen man sich einfach so richtig wohlfühlen kann. Erdnussbutter mit Marmelade für die Seele. Euer Lieblingssnack in Spielform. Yoga für die Hände. So wie hier. Kann man 5 PlayStation-Konsolen in einer haben? Kann man! Und alle PlayStation-Gadgets obendrauf auch noch. Astros Playroom bietet genau das. Und mehr. In seinem spielbaren Nostalgie-Best-of sind eine absurde Menge Easter Eggs und Gimmicks versteckt. Und obendrein ist es auch noch ein echt guter Plattformer. Vor allem ist Astros Playroom aber eins. Unfassbar liebevoll und charmant gemacht. Wenn Astro uns winkt, dann können wir einfach nicht anders als zurückwinken. Er ist einfach so süß. Und sein Playroom mittlerweile auch unser Lieblingswohlfühlzimmer. Ach so, ja. Und die ideale DualSense-Controller-Demo ist das alles auch noch. Und das Allerbeste, es ist auf jeder PS5-Konsole vorinstalliert. Mehr Feelgood geht eigentlich kaum. Stardew Valley ist das pixelgewordene gute Gefühl. Und das meinen wir ganz wörtlich. Denn es ist vor allem der heimelige Retro-Pixel-Look, der uns zuerst nach Pelican Town gezogen hat. Und es ist eine großartige, grundentspannte Stimmung, die uns bleiben ließ. Denn wer hatte noch nie von einem kleinen Garten im Grünen geträumt? Ja, okay, wir eigentlich auch nicht. Bis zu diesem Spiel. Aber erstmal von vorne. Bei Stardew Valley erbt ihr ein Stück Land und beginnt Ackerbau zu betreiben. Ihr lernt die Menschen in Pelican Town kennen, baut euch ein Geschäft auf und heiratet vielleicht sogar. Das klingt wie Harvest Moon. Soll es auch. Immerhin hat Eric, Concerned Ape Baron, das Spiel als Hommage an den Aufbauklassiker entworfen. Doch mit Dungeons und Monstern kam noch ein guter Schuss Terraria dazu. Und eine ganze Ladung Wellness zum Spiel. Und man kann angeln. Und ihr wisst, das lieben wir in Games. Ihr könnt uns erzählen, was ihr wollt. Dinge in die Luft zu jagen ist einfach ein richtig gutes Gefühl. Zumindest vor der PlayStation. Und jetzt ratet mal, in welchem Spiel wir am laufenden Band ein Entspannungsbad in Explosionen nehmen. In Just Cause 4 kann man eine Story erleben. Muss man aber nicht. Es geht hauptsächlich darum, Spaß zu haben. Spaß an der Zerstörung, wenn man einfach nur mit richtig viel Krachbumm Dinge zerlegt. Oder Wingsuit fliegt. Oder Jetski fährt. Und das alles auch noch unter Palmen. So geht der 6-Sterne-Action-Urlaub. Mit Rico Rodriguez entspannen leert zwar den Benzintank, aber füllt nebenbei auch unsere emotionalen Akkus wieder auf. Eigentlich ist Hohokum gar kein Spiel. Zumindest keins im klassischen Sinne. So mit Highscore, Story und Questlog oder so. Hohokum ist eher ein Gefühl, ein spielbares Kunstwerk. Eine Erfahrung, die euch reinsaugt. Und ein echter Trip mit ordentlich Chillout-Vibes. Schaut euch das doch mal an. Erinnert uns jetzt eher an Concrete Genie als Call of Duty. Aber genau das ist das Schöne an Hohokum. In den wunderbar weirden Pastellwelten gibt es unheimlich viel zu entdecken. Und ja, auch freizuschalten. Zwischen all den wundervollen Wimmelbildern und abstrakten Welten finden sich nämlich immer wieder neue Spielmechaniken, kleine Rätsel und Aufgaben versteckt. Die kann man lösen, muss man aber nicht. Denn Hohokum ist eben eher Vibe als Game. Genau das macht es auch so großartig und einzigartig. Übrigens auch perfekt zu einem leckeren Sandwich, wie Marshall sagen würde. Habt ihr euch auf einer sattgrünen Wiese voller bunter Blumen schon mal schlecht gefühlt? Okay, edgy Emos waren wir früher doch alle, oder? Aber jetzt ist das anders. Jetzt geht uns auch der Basilikum in der Küche nicht mehr ein. Das verdanken wir auch That Game Company, die euch im Feelgood-Klassiker Flower als genau, Wind in eine Welt voller Gras und Blumen schicken. Euer Ziel? Abschalten und entspannen. Also glauben wir zumindest. Ist uns jedenfalls immer ganz automatisch passiert.
Eigentlich gibt es nicht viel mehr zu tun, als bunte Blütenblätter zu sammeln. Damit könnt ihr verdorrte Bäume zum Leben erwecken oder Bereichen mit vertrocknetem Gras wieder zu einem saftig satten Grün verhelfen. Später müsst ihr sogar die ganze Farbe in ausgeblichene Schwarz-Weiß-Wiesen zurückbringen und verwandelt trostlose Aussichten in wundervolle Panoramen. Das ist nicht nur entspannend, sondern auch unheimlich befriedigend und sorgt eben auch für ein richtig gutes Gefühl. Garantiert auch ohne grünen Daumen am Controller. Micromanaging und Multitasking? Klingt eher nach Burnout und Beschäftigungstherapie. Und trotzdem schafft es Spiritfarer, euch Management-Gameplay mit Ressourcen sammeln, Freunde versorgen und Gebäude bauen zu liefern, ohne dass ihr es groß merkt. Weil das alles einfach so wunderschön und entspannend ist. Weil es so viel Freude macht, die Karotten zu gießen oder ein Lied für die Blumen zu singen. Und den Seelen, denen ihr auf dem Weg ins Jenseits helft, mal einen schönen Kuchen zu backen und sie richtig doll in den Arm zu nehmen. Klingt alles lahm? Tja, das sagt ihr nur so lange, bis ihr es selbst spielt. Dass Games gut für uns sind, das erzählen wir euch ja ständig. Aber dass sie so gut für unsere Seele sein können, das war selbst uns neu. Aber Spiritfarer ist eben fast etwas wie ein bester Freund, mit dem man lachen, weinen und einfach eine entspannte, gute Zeit haben kann. Und ein Spiel, das euch anders auf euer Leben blicken lässt. Zugegeben, die Trophäe schlechter Gewinner haben wir längst. Schließlich haben wir schon zahllose Freunde mit dem Goldpokal vermöbelt, den es am Ende jedes Levels von Sackboy A Big Adventure gibt. Aber es macht eben auch verdammt viel Spaß. Und vor lauter Stofffell spürt man das doch auch gar nicht richtig. Glauben wir. Sackboys Solo-Abenteuer macht jedenfalls besonders im Couch-Koop richtig viel Spaß und ist die absolute gute Laune-Garantie. Egal wie schlecht ihr drauf seid, in der kunstvollen Welt gibt es immer was zu lachen, zu staunen und eben manchmal auch ein bisschen Schadenfreude. Dass die späteren Levels auch knackschwer werden, macht die Flucht aus dem öden Alltag hier umso reizvoller. Wer sich auf Strickritterprüfungen konzentriert, hat keine Zeit über anderen Quatsch nachzudenken. Darauf eine Sammelschelle genau in die Wollfressleiste. Meditieren mit Geralt, baden mit Jin und Sam Porter oder mit Alex Chen in Life is Strange True Colors am See sitzen und Indie-Songs hören. Was sind eure Feelgood-Momente und Feelgood-Spiele? Ab damit in die Kommentare. Dann noch Abo und Glocke für unser Feelgood-Gefühl und wir sehen uns im nächsten Video. Mhm.